Hallo YouTube, hier ist er wieder. Freeze Diego on the map wieder. Ja, ich weiß es nicht, ob ich das andere Video hochgeladen habe. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Eigentlich kann ich es ja auch hochladen, fällt mir gerade ein. Weil nach 5 Minuten gucken die meisten ja eh nicht mehr. Und die, die dann noch gucken, die kennen den Diego ja, ne? Na, wenn nicht, dann erzähle ich auch gerne alles nochmal, ne? Also. Ich bin hier unter ganz besonderen Umständen auf dem Laptop unterwegs und nehme jetzt quasi mit meinem Hauptrechner vom Laptop auf. Klappt natürlich nicht immer, weil auf einmal freest das hier ein. Ich weiß nicht, was da los ist. Es kann sein, dass dieses Ding auch einen Wecker hat. Das ist auch, wie gesagt, das ist uralt. Das ist noch mein allererster Dings hier, von Anfang an quasi. Müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt sowas öfter mal machen wollen, dann müsste man sich vielleicht mal was Professionelles gönnen. Ihr seht es, also ihr habt es nie gesehen, auch nicht gehört, aber ich habe es geschafft, hier die Eisenspelze hinzustellen. Ja, das war das, was ich eigentlich im letzten Video zeigen wollte. Aber wie gesagt, es war nachher oben auf der Brücke war das Bild stehen geblieben. Ton ging aber noch weiter. Fand ich auch witzig. Naja, das Problem ist, ich habe jetzt, ich wollte ja nicht alles jetzt umbauen hier. Und deswegen habe ich quasi den Kontrollmonitor hinter meinem, also am Hinterkopf. Und da sehe ich den nicht. Sonst hätte ich vielleicht eher gesehen, dass ich einen Freeze habe. Ich kann dann auch nichts machen, außer das HMDI-Kabel raustun, reinstecken wieder und OBS neu starten. Mehr kann ich nicht tun, ne? So, ich habe mir hier dieses wahnsinnige Anhängerchen gegönnt. Der war auch nicht im Angebot. Den habe ich so gekauft, weil ich eigentlich Steine wegbringen wollte. Deswegen habe ich den auch ohne Aufbau genommen. Ich wollte eigentlich ja die ganzen kleinen gemeißelten Steine verhökern damit. Ich war ja schon fleißig auf der Map. Ne? Ihr habt das im letzten Video vielleicht noch gesehen. Ne, habt ihr nicht mehr, ne? Also da vorne war mal ein Wald. Guck mal einmal kurz. Achso, ich habe auch mein Haus verkauft, sehe ich gerade. Ich habe nur diesen Bulli. Ja, das ist hier mein Harvester. Ich glaube, ich habe das sogar als Thumbnail genommen. Ich weiß nur nicht, ob ich es kriege. Also rauskriege. Also auf. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich muss das Thumbnail gleich suchen. Nein, fast 160 Stunden hat der Mops hier mittlerweile. Ne? Der ist schon, wird jetzt gerade zum zweiten Mal repariert. Also wenn ich wieder Geld habe. Ich muss erst Baummissionen machen. Nur ich habe im Moment keine Lust auf Baummissionen. Ich habe so viele Baummissionen jetzt gemacht. Und oh, ich will jetzt mal einmal Eisenerz holen. Damit die Eisenschmelze schon mal ins Rennen kommt. Wir müssen ja auch mal langsam voran. Selbst der Bock hier hat schon wieder 6,5 Stunden drauf, ne? Und der ist doch gar nicht so alt. Und ich brauche noch einen größeren. Aber mehr Geld war nicht da. Also man muss ja auch immer gucken. Oh, 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 das war knapp. Ui. ja, wie gesagt, wenn man die Eisenschmelze erstmal besitzt, wird alles einfacher. Ich hätte auch hier Dinger sammeln können. Ich müsste auch mal einen Kercher haben später. Ich hätte auch hier diese Fundstücke sammeln können. Ich weiß ja, wo ein, zwei liegen. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte wirklich mal nur, ich habe auch kein Heu gemacht. Sonst habe ich ja mal hier die Wiese gemäht und Silageballen gemacht und Heuballen gemacht und die dann schön im Winter verhökert. Diesmal wollte ich einfach nur mit Missionen und Bäume und es geht. Ne? Und mir macht das sogar Spaß. Also das Einzige, was wirklich nervt ist, ich musste die Schatten ausschalten hier, weil das mit den Schatten, dieses Rumgeflackere, das ging mir sowas von auf den Keks. Und jetzt ohne Schattengeflackere ist das Bild auch viel, viel ruhiger, viel angenehmer, kann man auch stundenlang spielen. Sound ist noch ein bisschen weird. Ich habe hier meine Sound, habe ich in den Kopfhörerausgang von meinem Monitor habe ich die Boombox angeschlossen, die wir sonst immer mitnehmen, wenn wir auf Festivals fahren, damit ich hier überhaupt Ingame-Sound habe. Oh, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also vielleicht kriege ich später mal einen Monitor, der Boxen hat, hatte ich mir überlegt, weil dieser Monitor ist eh Schrott. Also der ist nicht richtig Schrott, der hat halt im oberen Drittel ist das Bild ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, was da kaputt ist. Irgendwas fehlt ihm auf jeden Fall, sonst wäre es ja nicht so. Boah, Rakete hier. Ich komme mit dem leeren Anhänger etwas besser im Berg hoch. Eben habe ich ja Baummissionen nochmal gefahren, ist ja meine Hauptbeschäftigung hier.
Mit zwei Anhängern dahinter. Ich bin da kaum den Berg hochgekommen, ne? Mit den leeren Anhängern schon nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hier für ein PS-Monster brauche, ey. Das wird noch apokalyptisch, wird das noch werden hier. Weiß gar nicht, aua! Wie lange nehmen wir denn auf? Bis zum nächsten Freeze, oder? Ich weiß gar nicht, müssen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, den Ton hattet ihr im letzten Video schon. Das muss ich ja nicht alles wiederholen. Ich glaube, ich lade das hoch. Ich bin so. Ich lerne das auch nicht mehr. Es gibt wieder Dislike, Schimpf und Schande, aber ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas stimmt mit Diego nicht. So, ich fahre auch wie ein Wildschwein den Berg runter. Ich bin ja auch im Überlegen, wegen Fressecam. Also ich könnte jetzt ja auch, weil ja auch schon alles eingerichtet ist, wäre easy, die andere Fressecam nehmen. Zumindest die kleine. Aber ich bin eh mal überlegen, ob ich mir dann vielleicht nochmal eine neue Fressecam hole. Und dann bin ich auch echt am Überlegen, ob ich wirklich die von Elgato nehmen soll, ne? Weil eigentlich habe ich mir gedacht, nee, Elgato ist jetzt durch. Wir machen keine Elgato mehr. Aber das Schöne an der Webcam ist, die hat kein Mikrofon. Das heißt, du hast da ganz wenig Terror nur mit Einstellungen, ne? Das ist ja was für Fatih, ne? So Einstellungen einfach und so, ne? Das ist ja das, wo Diego mitarbeiten kann. Mir fällt gerade ein, ich habe hier oben, da steht ja ein Radlader, da habe ich noch nicht mal die geschietete Schippe für. Ich bin wirklich sehr Vanilla unterwegs noch. Ich habe nicht viele Sachen drin, ey. Autoload habe ich drin. Auch für Baumstämme sehr, sehr nice. Superkraft habe ich drin und so. Also so ganz Vanilla ist es nicht, aber es ist schon ziemlich, 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 ziemlich Vanilla. Hallo, ihr Lieben. Ich bin das erste Mal hier. Also jetzt nach der Neuinstallation. Ich weiß gar nicht, was da reingeht in diesen alten Schuppen, Kaspar. Wir gucken mal. Ganz am Anfang bin ich mit dem Ding immer gefahren. Also jetzt nicht in diesem Spielstand, aber in dem Original, in dem allerersten Spielstand. Das musst du auch wollen mit dem Ding. Dem Ding als erstes. Boah, laut das Ding. Oh, die nicht angekuppelt. Wer war das hier? Der Radlader ist super, ne? Ich muss nur noch mal die geschiedete Schippe laden. Die habe ich jetzt auch nicht im Mod-Ordner. Muss ich erst mal gucken, wo ich die überhaupt habe. Weil hier geht ja nichts rein, ne? Tausender, Alter. Ja, also wir machen jetzt. Ich könnte jetzt auch 1,5 Stunden streamen. Wir machen nichts anderes mehr hier. Boah, ist das bei euch auch so laut? Ich mach mal kurz die Boombox ein bisschen leiser hier. So. Ja, das wird auch nochmal ein Thema mit den Sounds und so. Aber wie gesagt, das ist erstmal nur. Ist ja noch nicht das finale System, sondern es geht ja später darum, dass ich dann aus dem Musikzimmer. Vom großen Fernseher mit Lenkrad und so. Ne? Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Ne? Also, ihr glaube ich auch noch mehr als ich. Nein, ich will das auch ein bisschen. Macht ja auch Bock mit Lenkrad zu spielen. Ne? Wie gesagt, nur ich habe, aus dem letzten Video habe ich das gesagt, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, immer mit habe gesagt. Ich habe eine andere Maus bestellt. Mal gucken, was die Maus so kann. Das wird auch noch mal interessant. Bin da guter Dinge, dass man die Maus gebrauchen kann. Boah, wisst ihr noch, auf wie viel ich die Schippe geschiedet habe? Weil ich hatte auch extra so ein Heckgewicht dafür. Weil Eisenerz scheint irgendwie schwer zu sein. Das Beste war mal mit dem Hakenlift-Container. Den hatte ich mir hingestellt. Hoppala. Also das ging nicht. Also nein, also es ging, nein. Ich wollte gerade sagen, es ging schon, aber nein, es ging gar nicht. Der war so schwer nachher. Ah, herrlich. Aber ich habe es versucht, ne? Man muss ja alles mal gemacht haben. Gut, man könnte jetzt, ich weiß nicht, die Förderbänder müsste ich drin haben. Man könnte. Aber ich fahre auch eigentlich gerne mit dem Frontlader so ein bisschen hin und her und kreuz und quer und so. Habe ich denn die Förderbänder? Habe ich nicht drin? Ei, dann sind die nach der. Ne, die Förderbänder stehen doch ganz, ganz als erstes, ne?
Ah, die waren aber schon mal hier drin. Also auf diesem Rechner installiert. Das ist ja quasi ein DLC. Doch. Aber das sind die nicht. Nee, das sind nur die Standard-Förderbänder. Ah, ja, das müsst ihr dann auch nochmal machen. Später. Später. Mal gucken. Jetzt spielen wir erstmal einfach nur so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich habe da irgendwie Spaß dran. Ich weiß nicht warum. Ein bisschen hügelig, die Map, ne? Die dürfte nicht so hügelig sein. Dann wäre es noch mehr für Diego geeignet. So, gucken. Wir haben noch keinen Freeze. Bin gespannt, wann ich das merke. Aber wie gesagt, ich habe am Hinterkopf. Sehe ich nicht so gut. Das Schlimme ist, mittlerweile sehe ich auch nicht mehr gut aus am Hinterkopf. Das letzte Tag auf Arbeit. Wir haben so Überwachungskameras, also fürs Produkt, ne? Also nicht für die Leute, sondern fürs Produkt. Und ich war da was an der Maschine am machen und guckst auf den Kontrollmonitor. Ich so, wer ist denn dieser schäbige Typ da mit der Pläte? Weißt du, das war ich. Ich habe hinten schon, ich sehe schon aus wie Wolle. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Das sieht man ja von vorne nicht, ne? Und mein Friseur, der alte Fuchs, der zeigt auch immer nur den Nacken, ne? Wenn du beim Friseur bist, dann nimmst du mal so den Spiegel und dann zeigt er mal so, dass hinten auch schön geworden ist, so, ne? Dann zeigt er mir mal ein Bild von meinem Kragen. Dann denke ich jedes Mal so, ja, ich weiß, wie mein Kragen aussieht, ne? Ich kann mir ruhig sagen, dass ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe, also hinten nicht mehr. Vorne geht ja noch. Am besten wächst das Zeug an den Ohren, also an der Seite. Da habe ich das Gefühl, da kann ich jede Woche losgehen. Ah, schon crazy, ne? Wie der Körper so langsam so zerfällt. Ja, aber das war witzig. Ich denke mal, Alter, das ist so an den Hinterkopf dran, so Ding. Was leuchtet denn das so? Ist das so hell? Ach ja. Naja, müssen wir auf Arbeit jetzt auch Käppi tragen, ne? Ich habe sogar eine Käppi. War so gar nicht geplant, aber wir fahren ja mit dem Fahrrad von Halle zu Halle. Und wenn dann regnet, ist das mit meiner Brille scheiße. Na, kann man ruhig so sagen. Und Kollege hatte sich eine Stoßkappe bestellt. Also sieht aus wie eine Cap halt. Nur da ist innen drin so ein Plastikeinsatz drin, dass wenn man mal irgendwo mit dem Wirsing versucht, was wegzuarbeiten, dann tut das nicht so weh. Ja. Und der hatte da ja Muster gekriegt und habe ich mal einen so eine Mustercappy aufgesetzt. Die passte, ist jetzt meine. Ich sag so, wie es ist. Ja. Also ich habe, aber wie gesagt, das ist ja wie so ein ganz leichter Helm. Ne? Sieht aus wie eine Cap, aber ist ein ganz leichter Helm. Ist jetzt nichts, was ich 24/7 auf meinem Kopf haben möchte. Ne? So, wir haben Eisenerz gefunden. Und wir haben sogar noch ein bewegtes Bild auf YouTube. Also später dann, wenn ich es hochlade. Hier ist auch der Steinbrecher. Ich muss hier eh nochmal hoch. Meine ganzen gesammelten Steine einladen. Das Problem ist, ich habe gar keinen Frontlader noch nicht. Alter Sparfuchs. Aber wie gesagt, wenn jetzt die Eisenschmelze erstmal rennt, dann dauert es auch nicht lange, dann kann ich das Sägewerk kaufen. Und wenn dir erstmal das Sägewerk gehört und die Eisenschmelze, dann sieht das alles ganz, ganz anders aus. Ne? Ganz anders. Bin gespannt, wie der gleich den Berg hochkommt hier. Also mit dem Anhänger und diesem Trecker bin ich die Route noch nie gefahren. Ich bin die Route schon oft gefahren, aber noch nicht mit der Kombi. Jetzt hat er konstant 30 Frames. Ich verstehe das nicht. Weil, wie gesagt, eigentlich habe ich 120 Frames, wenn ich einfach nur so spiele. Ist eigentlich komisch, ne? So, wir fahren auch Hauptstraße. Ist, glaube ich, ein bisschen länger der Weg, aber dann tue ich mir wenigstens nicht weh. Kann ich hier überhaupt her? Hier ist doch ein Tunnel. Hier ist doch Map-Ende, Diego. Diego, du kannst keine Hauptstraße fahren. Du musst hier den Berg hoch, alter Mann. Komm, wir machen U-Turn. Ich habe spontan überlegt, wir machen U-Turn. Oh, ich habe das Bild schon gefroren. Oh, schade. Ich habe jetzt gar nicht mehr gesehen, wie ich versuche, durch den Tunnel zu fahren. Ja, YouTube, wie gesagt, da müssen wir auch noch mal dran arbeiten. Ist ja jetzt auch erstmal nur ein bisschen Test und Spielerei. Wir müssen noch mal gucken, wie wir es dann machen. Rein theoretisch ist das Laptop stark genug. Ich kann auch direkt mit dem Laptop aufnehmen.
Oder ob ich mir eine neue Ketchup-Karte hole, weiß ich noch nicht so genau. Weil es kostet auch wieder Geld. Geld will ich im Moment nicht ausgeben. Ich warte da noch auf eine etwas höhere Investition. Und jetzt habe ich mir auch schon eine Heckenschere gekauft und die Stadt hat schon wieder abgebucht. Und dies, das und ja, ihr kennt das. Ne? Geld geht immer schnell weg und ich möchte aber im Moment ein bisschen Geld sparen. Na gut, nichtsdestotrotz, wir schauen mal, wann wir uns wieder hören. Auf welchem Rechner, auf welchem System. Wer weiß das schon? Diego ist draußen. Habt euch lieb.